Wir haben umgebaut zur Fishbowl mit dem Thema, wozu überhaupt Partizipation an der Hochschule, Beispiele gelungener Beteiligung. Also es geht bei uns um die Potenziale von studentischer Partizipation, um die Grenzen, um Good and Bad Practice Beispiele, darum, was es alles braucht, damit Partizipation überhaupt funktionieren kann und auch darum, was Hochschulen alles tun können, damit es eben besser klappt mit der Beteiligung. Und da diskutieren wir mit mir, ich fange hier drüben auf der rechten Seite an, mit Sabine Giese. Sie ist Sprecherin der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften und studiert an der HTWK Leipzig Soziale Arbeit im Bachelor. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Roxana Inger-Rübiker studiert Rechtswissenschaften in Frankfurt an der Oder und hat gemeinsam mit einem Freund die hochschulpolitische Gruppe Via Frankfurt gegründet. Und die Kernidee von dieser Gruppe ist die Steigerung und die Anerkennung der außerplanmäßigen studentischen Partizipation. Also ich bedanke mich auch für die Einladung. Und direkt zu meiner linken bzw. rechten, je nachdem von wo aus man sieht, Professor Dr. Christian Spura. Er ist Vizepräsident für Studium und Lehre an der Hochschule Hamm-Lippstadt. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und jetzt möchte ich noch kurz was zur Diskussionsmethode sagen. Also wir haben ja die Fishbowl, das sagt wahrscheinlich schon vielen einiges, aber ich will es trotzdem nochmal erklären, weil man sieht schon, neben mir ist noch ein Platz frei. Und genau das ist das Prinzip der Fishbowl. Wir wollen eine möglichst heterogen zusammengestellte Gruppe an Diskutierenden hier auf der Bühne zusammenbringen. Und deswegen ist eben noch ein Platz frei für Teilnehmende aus dem Publikum. Funktioniert so, wir diskutieren hier vor uns hin. Und wenn Sie das Gefühl haben, da würde ich gerne dazu was sagen, da habe ich eine Erfahrung mitgemacht, da habe ich eine Frage dazu, da möchte ich einfach einen Beitrag leisten, dann kommen Sie einfach vor und setzen sich hin. Und dann bleiben Sie da 1, 2, 3 Minuten und machen anschließend den Platz wieder frei für den oder die Nächste. Genau, das wirkt jetzt erstmal vielleicht wie eine Hürde, weil das ist ja auch eine gewisse Barriere da, muss ich sagen. Aber trotzdem ist das das Prinzip der Fishbowl und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn das auch so klappt. Genau. Ich fange mal an mit der ersten Frage und vielleicht will ja direkt schon jemand dann einsteigen. Was verstehen Sie denn unter Partizipation? Also wann geht Partizipation eigentlich los? Ich stelle das mal so in die Runde, die Frage. Also vielleicht fange ich damit an. Für mich persönlich gibt es die Partizipation schon an dieser Stelle, wo man in der studentischen Initiative anfängt. Also man muss einfach gucken, die Universität ist viel mehr als nur Lernen. Es sind die Dinge, die man neben der Uni macht. Und auch die kleine Initiative bedeutet schon die Partizipation an der Uni. Denn sie kann am meisten etwas verändern. Natürlich gibt es auch noch die Hochschulpolitik. Die ist eigentlich das Kernbereich, wo auch die Initiativen später reinlaufen. Aber ohne die Initiativen gäbe es die Wünsche der Studierenden kaum. Und es gäbe auch keine Hochschulpolitik. Dann würde ich da auch gleich anknüpfen. Ich bin viel in der Hochschulpolitik unterwegs gewesen und bin es auch noch. Und würde sagen, dass Partizipation ein Prozess ist, Entwicklungen gemeinsam zu gestalten. Dass es eben, wenn wir das Konstrukt Hochschule uns ansehen, dann ist es ja nicht nur ein Bereich nur aus Profs. Es sind auch Mitarbeitende dabei, wissenschaftlich und in den Verwaltungen und vor allem Studierende. Und eine Initiative oder diese Organisation kommt ja nur voran, wenn das auf allen Mitgliedergruppen auch getragen wird. Also wenn alle Mitgliedergruppen verstehen, was passiert da und wie können wir das auch gemeinsam voranbringen. Weil so wird der Fortschritt eben nicht dadurch verhindert, dass sich alle ständig irgendwie in den Haaren liegen, sondern so, dass es an den Bedürfnissen der Menschen orientiert ist, die das Ganze auch betrifft. Und dann sind es die studentischen Initiativen, die sich einbringen. Dann sind es die Fachschaften, Ratsmitglieder oder einfach nur die Studis, die zur Evaluation sagen, die Lehrveranstaltung passt mir nicht aus dem und dem Grund und das sollte dann eben auch ernst genommen werden. Und Partizipation ist es immer nur dann, wenn es auch ernst genommen wird. Dem kann man eigentlich gar nicht mehr viel dazu hinzufügen. Also im Grunde, es fängt ja schon im Kleinen an, wenn man im Grunde in einer Lehrveranstaltung sitzt und ein Feedback der Studierenden einholt, um dann dieses Feedback bei der nächsten Lehrveranstaltung wieder aufzugreifen und dann das vielleicht etwas zu ändern von den Inhalten oder von den Erklärungen her. Und es hört dann
irgendwann dann auf, wenn man als studentische Mitglieder, wahrscheinlich aus Studierendensicht jetzt, dann in der Hochschulpolitik angekommen ist, in Gremien und dann da vielleicht im Senat oder in Parlamenten entsprechend mitarbeitet. Inwieweit muss man denn vielleicht auch zwischen Partizipation und Evaluation entscheiden? Also nur wenn ich zum Beispiel sagen kann, nach einer Lehrveranstaltung, es hat mir jetzt nicht so gefallen, ich fände gut, wenn der und der Bestandteil mehr drin ist, heißt es ja leider noch nicht, dass es dann auch umgesetzt wird. Also inwieweit ist denn diese Evaluation dann schon Partizipation oder eben auch noch nicht? Ich glaube, das fängt, wenn man jetzt auf die Lehrveranstaltungen oder auf die Lehre runterbricht, oder die mal in den Fokus nimmt, ist es natürlich schon etwas schwierig. Also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel den altbekannten Satz, den der Henry Ford zugeschrieben bekommen hat, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, dann wären schnellere Pferde geworden, aber keine Autos, dann ist immer die Frage, wie sehr können dann Studierende in die fachlichen Inhalte in den Lehrveranstaltungen eingebunden werden? Natürlich kann man durchaus sagen, was der Vorredner gerade gesagt hat in dem Vortrag dabei, diese Forderung, die man da hat, dass zum Beispiel Studierende mehr Nachhaltigkeit ist jetzt das heutige oder ein sehr starkes Modewort geworden, Nachhaltigkeit mehr in die Inhalte reinzubringen, dann kann man natürlich die fachlichen Inhalte der Lehrveranstaltung auch durchaus etwas abändern, um da mehr Nachhaltigkeit reinzubringen oder halt vielleicht gendergerechte Sprache oder mehr Diversität oder heterogene Gruppen, die man hat, dass man da mehr die Inhalte etwas darauf anpasst. Die Frage ist da immer, wie stark weicht dann vielleicht der vorher vorgedachte Lehrplan ab, was Studierende hinterher haben wollen dabei. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich durchaus viel als Student oder Studentin auch machen, indem man halt wirklich aktiv auf die Leute zugeht, egal ob es jetzt Lehrende sind, Professoren oder die Verwaltung oder Präsidium oder welche Gremien auch immer, um da halt seine Anliegen vorzubringen. Muss halt aber da auch aktiv werden dabei. Ich finde die Frage auch ganz spannend. Ich habe in meinem bisherigen Engagement, ich mache das so seit, ich studiere seit 5 Jahren und bin auch seit 5 Jahren irgendwie in der HOPO aktiv und ich habe ganz oft das Wort Scheinbeteiligung verwendet. Und das ist auch irgendwie das, was es abzielt, weil es ist keine Beteiligung und Partizipation ist so ein hochschwelliges Wort. Wenn wir das Studis erklären, sagen wir einfach Mitbestimmung. Wir können mitentscheiden, wie die Hochschule sich entwickelt. Und es gibt ganz oft Partizipationsmöglichkeiten oder Plattformen, die das bieten sollen und darstellen sollen und dass Studis die Möglichkeit haben, da ein paar Dinge zu sagen, die sie jetzt stören und das wird dann mitgenommen, aber am Ende wird daraus nichts konkret erarbeitet oder es wird gar nicht erst versucht, das studentische Anliegen dahinter zu verstehen. Es wird einfach nur gehört, beispielsweise in Sachsen fordern wir gerade unbegrenzte Prüfungsversuche an den Hochschulen und dann wird sofort gesagt, okay, die Studis sind alle faul oder die wollen super viele Prüfungsversuche. Das entwertet den Abschluss und das Studium an sich komplett. Aber kein Mensch fragt, also es sind Menschen, die fragen, aber gerade nicht die Macht haben. Und das sind meist eben die kleinste Mitgliedergruppe an Hochschulen, also die Profs, fragen nicht, warum ist denn diese Forderung nach unbegrenzten Prüfungsversuchen so hoch? Und dann fängt der Prozess an dem wir aushandeln wollen. Wir haben zu viel Leistungsdruck an der Hochschule, es ist zu viel Prüfungsdruck. Wir trauen uns viel eher an einer Prüfung teilzunehmen, wenn es diese begrenzte Anzahl nicht gibt. Und dann können wir darüber reden, können wir das erhöhen, können wir irgendwie anders auf die Studierenden hinzukommen. Und das ist dann ein Aushandlungsprozess und den würde ich als Partizipation bezeichnen, anstelle von Evaluation, aus deren Ergebnissen nicht immer auch Tatsachen und Konsequenzen folgen müssen. Also meiner persönlichen Meinung nach ist die Evaluation nichts anderes als das Feedback geben. Und ich arbeite selbst in der Schreibdidaktik, da haben wir eine ganz komische Beziehung zum Feedbacks. Wir sagen dort immer wieder, dass der Feedback hilft uns weiterzuentwickeln. Und vielleicht gibt es Fälle, wo die Evaluationen von Studierenden untergehen. Aber zum Beispiel an meiner Universität, an der Viadrina, ist es schon mehrfach vorgekommen, dass unsere Feedbacks, auch in meinem Schwerpunkt zum Beispiel, wirklich wahrgenommen worden sind. Wir haben wirklich endlich Hilfe erhalten. Es hat zwar 10 Monate lang gekostet, aber am Ende des Tages, der Professor hat sich verbessert. Seine Praktiken sind eher jetzt für die Studierenden geeignet. Und es hat sich gelohnt, tatsächlich in der ersten Feedbackgruppe zu sein. Es gibt schon ein besseres Gefühl. Also ich würde schon sagen, dass die Evaluationen zur Partizipation dazugehören, solange der Professor darauf offen ist. Also dass da wirklich was mit der eigenen Stimme dann passiert, ne? dass es nicht einfach irgendwie versandet. Ich glaube, das ist so das entscheidende Momentum dann im Grunde. Ja, sehr schön. Komm, mein Gast. Guten Tag. Dann gebe ich direkt mal das Mikro weiter. Schön. Hallo. Also
Nein, vielleicht. Okay, ich nehme auch gern das. Ja, das klingt auf jeden Fall ein bisschen lauter als das andere. Hi, ich bin Leonie Ackermann. Ich studiere an der Universität Bamberg, habe auch einige Jahre in der Hochschulpolitik hinter mir und durfte hin und wieder auch das Thema studentische Partizipation auf Konferenzen bringen oder Blogbeiträgen. Und im Rahmen von den Digital Changemakern verwenden wir häufig eine bisschen angepasste Partizipationsleiter nach Sherry Arnstein, um unterschiedliche Formen der Partizipation zu bewerten. Und da ist zum Beispiel Evaluation eine nötige Vorbedingung von Partizipation. Also nach der Evaluationsleiter beginnt Partizipation immer an dem Punkt, wo aktiv Macht geteilt wird, also ab dem Zeitpunkt, wo tatsächlich mitbestimmt werden kann. Aber natürlich ist die Lebensrealität der Studierenden einzuholen eine nötige Vorbedingung, um das überhaupt zu leisten, auch um das Vertrauen aufzubauen, dass die Person, die dir gegenübersteht, überhaupt versteht, was eigentlich deine Situation ist. Also vielleicht ist auch Vertrauen eine nötige Vorbedingung für Partizipation. Dankeschön. Das war jetzt, glaube ich, wichtig, dass jemand aufgestanden ist und hergekommen ist. Also das, vielleicht passiert es ja nochmal. Wer weiß. Vielen Dank. Du kannst gerne noch kurz bleiben. Also. Ja, also solange hier niemand kommt und aufsteht, bleibe ich dann hier. Also wenn ich euch störe, muss jemand von euch kommen. Wir können Ihnen ja noch so 2-3 Minuten geben und dann gucken wir einfach mal. Genau, ich würde jetzt gerne auch tatsächlich, um vielleicht auch konkreter an Beispielen noch arbeiten zu können, gern auf ein paar Beispiele eingehen. Ich habe vorhin schon gesagt, es wird ein paar Good and Bad Practice Beispiele geben. Ihr habt da, glaube ich, auch welche mitgebracht. Das sage ich jetzt auch nochmal auch wieder so in die Runde. Welche wären das denn? Muss ich anfangen? Ich kann aus den kürzlichen hochschulpolitischen Erfahrungen berichten. Ich bin jetzt mittlerweile im Verwaltungsrat des Studierendenwerkes in Leipzig. Und Verwaltungsrat, der ist bei uns, das ist nicht an jedem Studierendenwerk in Deutschland so, aber ist paritätisch besetzt. Das heißt, zur Hälfte aus Studis und zur Hälfte aus Menschen aus der Verwaltung oder die sonst wie was etwas mit dem Studierendenwerk zu tun haben oder beratend aus dem SNWK dabei sind, aus Hochschulen, Personen, RektorInnen etc. Und ich habe mich sehr viel mit der Geschäftsführerin des Studierendenwerkes unterhalten und es ging ganz viel um den Stellenwert von studentischer Mitbestimmung. Und ansonsten habe ich immer erfahren, hey, Studis sind unkonstruktiv oder die bringen dann irgendwelche blöden Vorschläge und das ist ganz schlecht für die Hochschulentwicklung, ganz schlecht fürs Ansehen der Hochschule und die können gar nicht so wirklich erfassen, was so für Hintergründe von Entscheidungen sind. Also wir sind schnell mit Forderungen, aber können nicht so wirklich entscheiden. Es muss ja auch das gesamte Wohl der Hochschule beachtet werden. Und im Studierendenwerk ist es tatsächlich so, dass sie ganz viele Möglichkeiten bieten, dass die Studis dort abgeholt werden und wissen, worum geht es jetzt, wenn wir um Erhöhungen in den Mietpreisen in den Studentenwohnheimen sprechen. Worum geht es, wenn die Mensenpreise erhöht werden müssen oder soziale Beratungskonzepte vom Studierendenwerk neu gestaltet werden. Also es ist ganz viel ein Prozess, dass wir mitgenommen werden und die Geschäftsführerin betont da ganz oft, wie wichtig es ist, diese studentische Stimme dort zu hören, weil es eben nur so möglich ist, dass das bedürfnisgerecht passiert und dass es gleichzeitig von den Studierenden mitgetragen wird. Das heißt, ich sitze im Verwaltungsrat und schaue mir an, was ist denn hinter diesen ganzen Entscheidungen? Wir müssen jetzt Mietpreise erhöhen, aus dem Grund, weil es kommt ja entweder vom Staat als Zuschuss oder von uns Studis. Wir können uns nicht dagegen so krass verwehren, beziehungsweise muss man erstmal gemeinsam evaluieren, was können wir machen, um das zu verhindern, um das zu senken etc. Und da ist wirklich ein riesiger Faktor, dass wir da paritätisch drin sind und ganz viele Möglichkeiten haben, uns damit zu identifizieren und das auch in die Studierendenschaften zu tragen, die Gründe zu erklären und nachzuvollziehen. Und was beispielsweise ganz viele Bad Practice Beispiele sind, sind, dass einfach Studierende der Corona-Pandemie vergessen wurden, sind, dass Studierende immer wieder vergessen werden in den jetzigen finanziellen Notlagen, dass noch keine wirklich greifbaren Konstrukte da sind. Oder dass wir auch einfach jetzt in der aktuellen Krise schon wieder nicht gehört werden, die BAföG-Novellierung, dass die nicht mal die Inflation abdeckt und so weiter. Also wir können zwar so hochhalten, was unsere Interessen eigentlich sind, es wird dann aber eben nicht umgesetzt.
Also betrachtet man das, die Bad- und Good Practice-Beispiele an der Universität, so kann man das zum Beispiel bei mir an der Universität ganz einfach erkennen. Wir hatten letztes Jahr einen AStA-Vorsitz. Warum sage ich, wir hatten letztes Jahr eins? Wir haben jetzt schon beinahe Ende Oktober und wir finden niemanden, der die Stelle übernehmen will. Aber was liegt das? Naja, im Großen und Ganzen liegt es daran, dass kein Mensch freiwillig sich bei uns den AStA-Vorsitz antun möchte. Mit 80 Stunden pro Woche Arbeitsaufwand für 220 Euro. Also es lohnt sich nicht. Das wäre das eine Problem, das wir wirklich jetzt zur Zeit haben. Das ist ein akutes Problem, das ist ein großes Problem. Und das liegt nicht daran, dass wir keine kompetenten Leute haben, weil unsere Universität besteht gerade aus Leuten, die gerade sowas wie Rechts und Politik studieren. Also wir haben schon Leute, die wirklich auch in der normalen Politik tätig sind. Das Problem besteht daran, dass die Universität auch unseren AStA halt nicht gerade unterstützt. Und somit sitzen wir jetzt in der 32. Legislaturperiode in Stupa und wir schreiben jeden Monat den AStA neu aus an der Vedrina. Und das Traurige daran ist, dass nicht nur die Universität uns nicht unterstützt, aber auch die Studierenden haben Vorstellungen, die man nicht erfüllen kann. Die stellen sich einfach vor, dass wir einen AStA-Vorsitz finden, der halt der größte Kämpfer ist, der für unsere Initiativen, für unsere Ideologie und für unsere Bedürfnisse einsteht. Und das Problem ist, es findet sich keiner. Vielleicht haben wir ja schon wirklich ein paar Kandidaten gehabt, die waren eher halt sehr menschlich eingestellt. Die waren eher so, sie wollen alle zusammenarbeiten. Und zusammenarbeiten, einen Konsens zu suchen. Das wäre in deren Ideologie gewesen. Und da haben wir als Stupa gesagt, nö, danke, wir wollen halt jemanden, der wirklich stark für uns einkämpft. Und somit haben wir jetzt schon November. Und ob wir einen AStA-Vorsitz haben werden an der Vedrina oder nicht in diesem Jahr, ist es sehr fraglich. Also so ist auch das Problem. Also es ist nicht nur überregional und überuniversitär. Es passiert auch innerhalb der kleinen Universität. Ich höre Lachen zu meiner Rechten. Ich habe nur gelacht, weil ich habe immer nur in Bayern studiert und da gibt es gar keine Aufwandsentschädigung für irgendwas. Also von dem her, also wir finden es immer schön, wenn andere Leute Geld bekommen, weil wir schon so wenig Ansprüche daran haben, dass unser Engagement gewertschätzt wird, so ein bisschen. Obwohl es gibt auch Unterschiede, aber der Großteil der Strukturen, in denen ich gearbeitet habe, haben nicht das Potenzial, Aufwandsentschädigungen zu zahlen, zum gewissen Grad. Nachdem wir über Best Practices so ein bisschen sprechen, das kommt, glaube ich, immer auf die unterschiedlichen, es gibt ja sehr unterschiedliche Bereiche, in denen Studierende mithelfen können. Ich denke, es ist halt auch wichtig, ich glaube, das wurde heute schon auch gesagt, mit unterschiedlich zeitlicher Investition das anzubieten, da Optionen was zu machen. So ein AStA-Vorsitz ist ja zum Teil eines von den anstrengendsten Dingen, die man übernehmen kann in der Studierendenvertretung, außer vielleicht noch studentische Senatorin oder da, wo es das halt gibt, studentische Vizepräsidentin, da ist das schon. Aber ich glaube, auch so projektförmige oder nur workshopförmige Optionen zu bieten, für Studierende mitzumachen, kann auch dabei helfen, dass auch Menschen mit weniger Zeit da was machen. Eine Sache, die mir eingefallen ist, dass man kann das auch in der Curricula-Entwicklung zum Beispiel ganz gut verwenden. An der FH Potsdam gab es da eben ein Projekt in der Kunst, da ein Modul weiterzuentwickeln, wo die Studierenden eben auch ECTS bekommen haben, dafür mitzuarbeiten an dieser Curriculumentwicklung und auch Alumni mit einbezogen werden. Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Und dann würde ich jetzt mal meinen Platz wieder räumen. Vielen, vielen Dank. Ich hätte vielleicht noch ein Bad Practice zu ergänzen. Hört man mich noch? Okay, ich muss ein bisschen nach da sprechen. Ich habe tatsächlich noch mal eins, dass du sehr im Fokus stehst der Öffentlichkeit, wenn du dich da einsetzt. Wenn wir gerade gehört haben, AStA-Vorsitz, Senat und so, ich habe alles gleichzeitig gemacht. Und ich habe versucht, da wirklich für die studentischen Interessen einzustehen und da mit so rüberzubringen, wir wollen mitbestimmen. Das war eigentlich die einzige Forderung. Und es gab tatsächlich, soweit kann man sagen, dass die Studierenden meiner Hochschule ganz gern den Rektor abwählen wollten. Weil wir das seit über 2 Jahren versucht haben, mit diesem neuen Rektor damals mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten zu haben. Und es gab
nichts, was da hinein konnte. Und demzufolge saß ich als Sprecherin des Stura da und als Senatorin und habe dieses Anliegen vorgebracht in Vertretung für alle Studierenden. Und natürlich wurde es schnell als persönliches Anliegen von der Giese da irgendwie identifiziert. Und die ganzen Mails, die wir da bekommen haben, die gingen dann persönlich an mich. Also wurde ich für mein Engagement oder einfach für das, was ich von den Studierenden mitgetragen habe, schon persönlich irgendwie fast schon diskreditiert. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem, das gesehen werden muss. Es ist Engagement, es ist eine Vertretung und es kann nicht sein, dass wir persönliche Nachteile aus unserem Engagement ziehen. Ich bin da gerade etwas erschrocken. Also ist das wirklich dann der normale Alltag, dass AStA-Vertretungen nicht so wahrgenommen werden, wie Sie es jetzt hier beschreiben? Ich hoffe, dass es nicht der normale Alltag ist, aber es wird dann doch tatsächlich häufig auch so gesehen. Also was ich an Erfahrungen gemacht habe, ist, dass wir stören natürlich. Also Studis, die sich einbringen, sind ja nicht nur Menschen, die das weiterentwickeln, sondern sind oft irgendwie auch Störenfriede, die die Entwicklung, die die Hochschule gerade machen möchte, stört. Und wenn die Hochschule ein wirtschaftliches Interesse hat oder sich selbst so ein bisschen als Unternehmen begreift und nicht als Ausbildungsstätte, dann ist sie mehr darauf ausgerichtet, selbst voranzukommen. Und das widerspricht sich natürlich so ein bisschen mit studentischen Interessen. Und die Studis, die dann irgendwie ganz viele Pressemitteilungen schreiben und sagen, das geht so nicht, wir wollen Corona-Bewältigungsfonds, wir wollen Freiversuche zur Corona-Pandemie und wir wollen eine Regelstudienzeitverlängerung, weil wir gerade nicht angemessen studieren können. Die stören natürlich, weil es aber auch so gesellschaftlich vorgegeben ist, dass je schneller die Studis die Hochschule verlassen, desto mehr Geld bekommt die Hochschule und so weiter, um das ganz weit runterzubrechen. Und dann ist es natürlich auch ein Interesse der Hochschule, dass dieser Studienablauf so schnell wie möglich passiert. Aber unser Interesse ist, dass wir hier eine Persönlichkeitsentwicklung stattfinden lassen können, die uns auch weiterbringt. Und dass es eben es kollidiert. Und dann gibt es verschiedene Wege, damit umzugehen, würde ich sagen. Also eine persönliche Weiterentwicklung und die Lehre dabei, das muss ja nicht zwangsweise kollidieren mit einer entsprechend mehr oder weniger kurzen oder langen Regelstudienzeit. Also wenn ich das jetzt so höre und das aufgreife, dann könnte ich ja jetzt die These in den Raum stellen, dass Langzeitstudierende eine bessere Persönlichkeitsentwicklung haben als Regelzeitstudierende. Das war so ein bisschen implizit, was gerade genannt wurde. Ne? Wenn ich in leere Regelzeit fertig werde, dann kann ich meine Persönlichkeit nicht so stark entwickeln, weil ich ja schnell fertig werden muss. Auf der anderen Seite sehen wir, sind ja eine Bildungseinrichtung. Das ist ja unser alleiniger Auftrag eigentlich, den wir haben, dann auch Forschung natürlich auch zu machen. Aber wir sind ja eine Bildungseinrichtung und da gehört ja schon die Persönlichkeitsentwicklung auch curricular verankert in den Studiengängen damit bei. Und von daher würde ich es jetzt nicht so pauschal unterschreiben, zu sagen, nur weil ich auf Regelstudienzeit achte, weil das nun mal die Fördermittel oder die finanziellen Mittel, die das Land uns gibt, müssen wir halt darauf achten, genauso wie wir auch für Ersteinschreiber darauf achten müssen. Aber nur weil das ja ein Topf ist, woraus wir quasi ein gewisses Geld beziehen, heißt es ja nicht, dass wir deswegen weniger Charakterbildung machen oder weniger Persönlichkeitsentwicklung machen. Ich würde es ausgewogener betrachten. Es ist natürlich immer ein Abwägungsprozess, inwiefern die Studis eben sich darauf einlassen können, da zu sagen, okay, in der und der Zeit können wir studieren, aber wir brauchen jetzt das und das. Aber was ich vor allem thematisieren wollte, war die grundsätzliche Abwehrhaltung gegen studentische Mitbestimmung, weil die Angst da ist, dass Studis eben gegen irgendwelche wirtschaftlichen Interessen arbeiten würden, was, wenn sie eben die Möglichkeiten und die Verantwortung für diese Mitbestimmung auch bekommen, gar nicht passiert. Also stehensätzlich wollte ich eher. Okay. Ja, vielleicht ein Gedanke dazu, den ich schon länger irgendwie rumtrage und eine Frage vielleicht auch daran anschließend. Mein Gedanke ist, also wir haben ja Studierendenvertretung aus meiner Sicht nur, weil wir es nicht geschafft haben, die Hochschulstrukturen ordentlich zu gestalten, dass Studierende mitbestimmen. Also ganz langfristig gesehen sind Studierendenvertretungen eigentlich ziemlich am Mist. Und eigentlich müsste das komplett in der Hochschule mit drin sein. Dass das gerade nicht der Fall ist und dass es wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren noch nicht der Fall sein wird, ist mir auch komplett bewusst, nur von der Theorie her. Und diese Abwehrhaltung und so weiter, das kommt aus meiner Sicht ja daher, dass das Gegeneinander geschaffen wird, weil man nicht, wie du sagst, in diesen gemeinsamen Strukturen sitzt. Und eine Möglichkeit, und da wäre halt die Frage in die Richtung, wäre doch genau das viel, viel mehr zu öffnen. Und das heißt, dass es unbequemer wird. Das heißt, dann kommen halt die Stimmen,
zu Wort, die sonst nicht zu Wort kommen oder die sonst nicht so laut zu Wort kommen, nicht an die Stelle kommen, dann steht halt mal in der Pressemitteilung was, was auch von Studierenden mitgeschrieben ist, von der Hochschule. Die Hochschule sind die Studierenden, ist die größte Stakeholdergruppe. Und deswegen ist die Frage, was fehlt denn eigentlich, dass es jetzt in den nächsten 10 Jahren einen klaren Plan gibt, wie Hochschulen demokratisiert geöffnet werden können, der akademische Teil, dass nicht alles in schlecht finanzierte Asten und so weiter geschoben wird, weil die Arbeit, die wir machen, ist einfach wichtige Arbeit für die Hochschulen, dass dadurch leben Hochschulen und es komplett und alles immer als Engagement und wichtig und wunderschön toll vorauszusetzen, wo andere Leute dafür die ganze Zeit bezahlt werden, ist schon krass. Deswegen einfach die Frage, warum passiert das nicht? Warum gibt es da nicht einen klaren Plan, meinetwegen von irgendwelchen Hochschulen, Hochrektorenkonferenzen, okay, Leitlinien, die man sich nehmen sollte, um das mal richtig voranzubringen? Da hätte ich eine Gegenfrage. Was wollen Sie denn? Also was wollen Sie konkret, wenn Sie jetzt hier sagen, wir müssten was tun, was wollen Sie konkret? Ich will konkret, jetzt komme ich wieder auf Hochdruckforderung, ich würde gern konkret, dass erstens Studierende in allen möglichen Rollen in der Hochschule mit vertreten sind. Also Studierende sind teilweise mit in der Verwaltung drin, Studierende sind wirklich Teil der Hochschule, dass die Hochschule nicht Dienstleisterin ist, sondern dass die Hochschule, wir hatten das vorhin beim Mittagessen das Gespräch, dass Studierende dort angestellt sind, meinetwegen auch als Hiwis oder so, dass sie in allen Bereichen drin sind, in Kinderbetreuung und allem Möglichen. Und dass dafür das Studium finanziert wird. Das heißt, alle können durchs Studium kommen und sind aber gleichzeitig Teil der Hochschule. Das wäre was ganz Konkretes. Und Gremienarbeit ist dann natürlich auch eine Tätigkeit an der Hochschule. Das würde ich konkret wollen, das fände ich ganz schön. Aber es gibt ja das studentische Hilfskräfte? Verpflichtend alle mit immer ein paar Ausnahmeregelungen, wenn, keine Ahnung, gepflegt werden muss oder ähnliches. Das wäre was, was sehr, sehr interessant wäre, was Dynamiken sehr stark verändern würde, was Mitbestimmung, was Entscheidungsfindung in den Hochschulen, in die Hochschulen reinbringen würde, von den Studierenden aus. Das wäre was ganz Konkretes, was ein langer Weg wäre, aber das wäre mit dem 10-Jahres-Plan schön. Also wenn Sie jetzt studentische Hilfskraft in der Verwaltung sind, dann ist die Frage, was können Sie da mitbestimmen? Da haben Sie ja eine konkrete Aufgabe. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Beschaffung sind, dann müssen Sie beschaffen im Grunde. Ne? Und ja, das ist immer ein kleines Rädchen im System. Also ja, natürlich, es ist aber eine Aufgabe, die Sie ja quasi dann übertragen kriegen. Auf der anderen Seite, wenn ich das Beispiel, ist ein gutes Beispiel, das aufgreife. Das heißt, ich bin jetzt Vizepräsident einer Hochschule, wir haben jetzt knapp 6.000 Studierende. Das heißt, ich müsste dann also 6.000 SHK-Stellen bereitstellen. Ich glaube, dann gäbe es dieses SHK-System nicht mehr so, aber ja. dann ist die Frage natürlich, wir haben jetzt in der Verwaltung, ich glaube, so um die 400 irgendwas Mitarbeiter. Wo nehme ich denn dann die Finanzierung her für 6.000 Studierende? Finanzierung ist eine politische Sache. Also wenn es gewollt ist, geht es finanziert. Also es kann dann nicht von Hochschulen ausgehen, das muss dann von Ländern und vom Bund ausgehen. Es sind natürlich nicht alle in der Verwaltung angestellt. Es gibt verschiedenste Jobs, man kann auch gucken, ob man mit irgendwem vor Ort noch kooperiert, mit der Stadt kooperiert oder so, mit Schulen. Das sei mal alles auch dahingestellt. Aber also Finanzierung ganz klar, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber dafür muss der Wille erst da sein. Ich hätte vielleicht noch eine Ergänzung, die nicht auf die Finanzierung herauskommt. Ich merke, sondern sicherlich auch gleich noch. Paritätisch besetzte Gremien, alle verpflichtend, viertelparitätisch. Die Professorinnenmehrheit ist ja extrem anstrengend. es geht halt einfach nichts über die Interessen der Professorinnen. Und es ist meist logisch, dass Studis eine andere Interessen haben als Profs. Dann Transparenz.
Protokolle der Rektorate veröffentlichen alle immer, sodass alle darauf Einfluss nehmen können, sich einlesen können, was passiert in der Hochschule, warum passiert das an der Hochschule. Noch besser, studentische ProrektorInnen, wirklich ins Rektorat, die Krisenstäbe studentisch besetzten an der Hochschule, von der ich eben sprach, gab es einen Krisenstab zur Corona-Pandemie, da konnten wir nicht mal Informationen herausbekommen als Studis. Es wäre sinnvoll gewesen, wenn da ein Studi von uns gesessen hätte und gesagt hätte, wir brauchen das, das, das. Stattdessen ist im Stura sind 30 Mails am Tag eingegangen von verzweifelten Studis, die wir auch nicht besser beraten konnten, weil wir hatten nicht mehr Informationen. Also diese ganz großen Möglichkeiten, einfach mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten geben und die Studierenden informieren, das kostet kein Geld und das bringt uns, glaube ich, alle viel mehr weiter. So, ich würde noch dazu ergänzen, dass halt gerade die Transparenz, die meistens an der Hochschule fehlt, um ehrlich zu sein. Egal, was man macht, egal, ob man in der Berufungskommission sitzt oder in der Stupa sitzt oder im Verwaltungsrat oder auch in FSR. Am Ende des Tages ist man allein ein Student, der in einer riesigen Maschine von Hochschule, Universität, Politik und noch tausend anderen Richtlinien sich auseinandersetzen muss. Meistens hat man keine rechtliche Erfahrung, wenn man noch Jura studiert, hat man gewisse Vorteile. Ansonsten ist man halt wirklich blind in ein riesiges Meer reingeschmissen und man kriegt nicht mal die Hilfe von dem, mit dem man eigentlich auch mitbestimmt. Und am Ende des Tages kommen auch die Leute von der Uni her. Zum Beispiel hatten wir so einen Fall bei uns in Stupa gehabt, vor 2 Monaten. Da kam ja unser Kanzler, wir wollten unseren Hochschulsportverein fordern lassen. Ansonsten, das war auch ziemlich toll, wir haben ja normale Anträge und Formanträge und so weiter, also ziemlich viel Bürokratie bei uns. Ja, die kamen kurz vor der Stupa-Sitzung, sagten, die kommen mal vorbei, die haben einen Antrag auf Bewilligung von 25.000 Euro, mach mal das bei der Stupa-Sitzung. Also so läuft es für uns, also es ist nicht transparent. Und gerade, glaube ich, durch die Transparenz wurde ja der Respekt erhöht und dadurch würde man weg von den gehen, halt Hochschule als Ort von bloßer Bildung und von bloßer Lehre, sondern Hochschule als ein Ort der Partizipation für alle, mit gegenseitigem Respekt, mit gegenseitiger Transparenz. Und gerade wie meine Vorgängerin sagte, die Transparenz kostet gar nicht viel. Ja, hallo, ich bin Alina Dieminger und ich möchte noch gerne ein Good Practice-Beispiel einfach nochmal zeigen oder wie es bei mir zumindest an der Hochschule läuft. Ich habe mit Corona angefangen, aber anscheinend war es davor auch schon relativ gut. Wir haben einfach eine extrem große Open-Door-Policy. Bedeutet, ich kann jederzeit in die Hochschule gehen und ich kann Büros von ProfessorInnen, von DekanInnen und so weiter klopfen und sagen, ich habe ein Problem oder ich brauche mal Infos und die empfangen einen. Und bei mir an der Hochschule ist vor allem noch dieser Punkt, die Studierenden stehen im Mittelpunkt. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren verloren gegangen. Ohne uns Studis würde es die Hochschule nicht geben. Deswegen, auch wenn ihr einfach nur ein Gespräch mit uns sucht, dann nimmt die wahr, probiert uns mit offenen Augen zu, mit offenen Armen zu empfangen. Auch ein einfaches Beispiel, unser Präsident bzw. den Rektor. Ich könnte einen Termin mit ihm ausmachen. Ich wüsste, in einer Woche hätte ich bestimmt eine Stunde mit ihm und könnte darüber reden, was zum Beispiel in der Hochschule gut läuft oder nicht, weil sie Interesse daran haben, weil wir Studierende im Mittelpunkt stehen. Und ich habe jetzt auch immer wieder mitbekommen, dass es eben an anderen Hochschulen nicht so klappt. Aber das kann man sehr, sehr gut und leicht umsetzen. Und wie Frau Weißmann ja auch vorhin gesagt hat, wenn die Studierenden auch das Gefühl haben, sie werden mit offenen Armen empfangen, steigt die Selbstwirksamkeit, dann hat man noch mehr Motivation, überhaupt etwas zu machen und zu erreichen. Kurze Ergänzung. Hochschule Heidelberg. Genau, SAH. Dankeschön. Also dem kann ich da nur beipflichten. Das ist bei uns an der Hochschule nicht so, nicht wirklich viel anders. Also wir haben zum Beispiel in den letzten, ja mit Corona war es natürlich schon eine gewisse Einschränkung durch dieses Ganze, wir müssen mal schnell ad hoc auf online umstellen. Aber wir haben jetzt beispielsweise mehrere Module im Masterstudiengang, haben wir zusammen mit Studierendenvertretungen, mit Lehrenden dabei und mit der Hochschuldidaktik schon so umgebaut und auf die Bedürfnisse der Studierenden mehr geachtet, dass wir jetzt auch ein durchaus teilweise hybride Modelle haben, wo Studierende sind ja schon im Master, teilweise auch im Job schon dabei und versuchen dann schon mehr in die Berufswelt einzusteigen, dass wir dann da auch durchaus umgestellt haben, dass ein Teil der Lehre dann online stattfindet, dass da auch auf diese gewissen Zeiten, wann wird gearbeitet, wie kann man seinen Job entsprechend legen, dass da dann auch die freien Zeiten soweit beachtet wurden und auch das Curriculum selber, die Inhalte dabei, dass die auch mehr dann transparenter waren und mehr abgestimmter waren mit den Studierenden zusammen. Und in den Gremien ist es bei uns ja nicht wirklich viel anders. Also wir haben im Senat haben wir jetzt seit mehreren Monaten eine Arbeitsgruppe für hybride Lehre. Die kam auch aus den Studierenden heraus, die wollten das unbedingt haben. Wie kann man jetzt
die Modelle, die durch Corona entstanden sind, in dem normalen Alltag nach Corona entsprechend übernehmen? Wie kann man das für die Umwelt transparenter machen? Wie kann man damit auch neue Studierende gewinnen? Also auch da denken die Studierenden schon, wie kann man Nachfolger für sich selber quasi akquirieren? Und da sind wir jetzt gerade seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr dran, dann mit den Studierenden was zu erarbeiten. Deswegen war ich vorhin auch etwas entsetzt, dass Sie da sagten, dass da irgendwie gar nichts bei Ihnen vorhanden ist oder wirklich sehr viel Ablehnung vorhanden ist. Ich glaube, da ist einfach das Selbstverständnis ein anderes. Also es wurde dann meist gesagt, okay, wir können Themenwände implementieren, dann können Studis draufschreiben, was ihnen wichtig ist. Ich weiß nicht, was da die Vorstellung war, eine Tafel oder so. Sondern es ist halt wichtig, das Gespräch zu suchen. Mhm. Wenn ein Studi dann eben zu einem Prorektor oder zu einer Prorektorin kommt und sagt, hier, das ist mein Anliegen, das ist ein großes Problem und ich hatte mir schon überlegt, vielleicht könnten wir es so und so lösen, dann muss das Gespräch stattfinden, dann muss die Person erklären, okay, das würden wir prinzipiell ja immer gern alles umsetzen, aber das und das und das, das wäre jetzt ein Problem, wir müssen es ja irgendwie finanzieren, wir müssen an alles die Verwaltungskosten und den Aufwand denken. Und wenn das einfach so transparent, wie wir es eben hatten, den Studis erklärt wird, dann können sie sagen, okay, dann versuchen wir es jetzt in der und der Schiene oder wir versuchen gemeinsam politisch zu arbeiten, als Studierendeninitiative und als Hochschule selbst in die Presse damit zu gehen, in die Öffentlichkeit, mehr Gelder für Studierendenwerk zu fordern, um eben die Mietpreise, wie wir es eben vorhin hatten, irgendwie zu senken. Aber dieses Selbstverständnis ist nicht immer da und meist fehlt es an der Zeit, die sich genommen wird für die studentische Beteiligung. Es wird einfach nur gehört, okay, das ist die Forderung und dann wird sie selbstständig aufgegriffen und umgesetzt, aber gar nicht so, wie es die Studierenden eigentlich im Ansinnen hatten. Und das ist dann das große Problem. Das nächste ist dann eben auch die Anerkennung und Wertschätzung, die in vielleicht auch monetärer Form oder die Ressourcen, die wir vorhin hatten, dann auch fehlt. Aber auch da haben die Hochschulen ja begrenzte Ressourcen, was dann auch eine Problem ist. Das ist leider so, ja. Ich wollte nur niemanden unterbrechen, deswegen dachte ich, warte ich mal kurz ein paar Sekunden, ob es weitergeht. Der Sebastian Neufeld vom studentischen Akkreditierungspool, gerade am Ende meines Studiums nach 18 Semestern. Das ist auch endlich mal ein Master fertig dann irgendwann. Und das ist auch der Punkt, wo ich einsteigen will. Ich könnte, glaube ich, zu ziemlich, ziemlich viel nach 18 Semestern was sagen, aber weil es gerade eben schon vor zwei, drei Themen aufkam mit: Welche Studierenden sind es eigentlich, die sich engagieren, die was mitbekommen, die Erfahrungen sammeln, die sich irgendwann dafür einsetzen, die ihr Wissen weitergeben? Und klassischerweise die, die dann irgendwann wie ich halt in der zweistelligen Semesterzahl sind und deswegen überhaupt erst in der Position sind, sich sinnvoll mit den Themen zu beschäftigen. Wenn ich überlege, was ich alles zwischen meinem 10. und 18. Semester gemacht habe, wo ich dabei war, was ich an Wissen weitergeben konnte, hätte ich im 10. Semester mein Studium fertig gehabt, dann also wäre das danach alles nicht gekommen. Also ist so ein bisschen die Frage, sind die Leute, die sich die Zeit dafür nehmen, auch die, die dann im Engagement landen, oder braucht man dort das Engagement so lange? Also ich habe es bis heute nicht rausgefunden, aber gefühlt alle Leute, mit denen ich viel aus Studieperspektive darüber rede, wie Studium sein könnte, was man mitmachen kann, welche Möglichkeiten man hat, sind auch alle eigentlich nicht in Regelstudienzeit. Also wenn man sich so Fachschaften umschaut oder auch auf zentralerer Ebene, es sind meistens ähnliche Charaktere, denen man über den Weg läuft, mit denen man redet, die irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht haben und die, wenn man auch mal ehrlich ist, halt auch ein paar Semester gebraucht haben, um sich an der Uni zurechtzufinden, um zu merken, man kann sich engagieren, es gibt Möglichkeiten, um überhaupt herauszufinden, oh, ich kann ja mit meiner Studienkoordination drüber reden, dass irgendwas gerade nicht gut läuft. Und dann sind die im 5. Semester, dann machen sie vielleicht die Bachelorarbeit, wechseln für den Master woanders hin, haben die Kontakte nicht mehr, haben vielleicht die Zeit nicht mehr und auf einmal sind sie mit dem Studium fertig und konnten im Master überhaupt nicht mehr was machen. Also es sind eigentlich immer die, die am Standort bleiben, die sich die Zeit nehmen. Und dasselbe Problem haben wir auf eigentlich fast allen Ebenen gefühlt. Das ist ein bisschen schade. Ist ja auch auf der anderen Seite, wenn man sagt, so ein bisschen dieser Erfahrungsvorsprung. Als Studi traue ich mich vielleicht semesterlang nicht, mich quasi mit einem Prof anzulegen. Ich meine, im besten Fall muss man sie nicht anlegen. Im besten Fall sitzt da ein Prof gegenüber, lächelt einer an und sagt, ach, das ist ja schön, dass ihr mit uns redet, danke. Aber die Erfahrung muss man auch erst mal sammeln. Und einfach so sich die Zeit zu nehmen. Ist halt auch die Frage, ist Regelstudienzeit das, was wir anstreben, wenn wir die Leute auf gesellschaftliches Engagement vorbereiten wollen? Gibt es überhaupt den Freiraum, sich ausreichend damit zu beschäftigen, sich selbst zu finden? Oder wollen Studierende nicht selbst auch fertig werden nach einer bestimmten Zeit? Ich bin jetzt im 11. Semester und habe länger studiert aufgrund der Corona-Semester und Co. Ich kenne mich jetzt hochschulpolitisch so sehr aus, dass ich vor ein paar Wochen noch 80 Seiten zu einem Stellung nehmen konnte zum Sächsischen Hochschulgesetz. Und dann sind wir bei der Aushandlungsprozess. Okay, ich möchte mein Studium ja irgendwann noch selber beenden und habe jetzt, ich könnte noch länger studieren, weil ich dann noch andere Anrechnungsmöglichkeiten habe für Gremiensemester und Co. Ich habe eine Regelstudienzeit von 13 Semestern und mein Bachelorstudiengang hat eigentlich nur 6 Semester. Und
Das ist ja eben alles möglich. Und dann, wenn wir darüber reden, okay, wir wollen nicht in die Langzeitstudierenden hereingerutschen, dann versuchen wir das auszuhandeln. Wie können wir es schaffen, dass Menschen schneller in diese Hochschulpolitik reinkommen? Wie kann die Hochschule das von Beginn an fördern? In den ersten Tagen gleich Informationen dazu ausgeben. Hey, im Fachschaftsrat ist das, das, das und du kannst das und das tatsächlich alles mitwirken. Das gibt es an Gremien, dass es Einführungsworkshops gibt, zentral von der Hochschule organisiert und eben nicht nur von den einzelnen Sture und FSRE, die sich am Anfang dann immer hinsetzen und dann versuchen, die Erstis neben 2, 3 Kneipentoren abzupacken und sagen, hier übrigens, es gibt nicht nur Saufen und Feiern und da Möglichkeiten, sondern wir können das auch gemeinsam hier gestalten. Und dann sind das die wenigsten Erstis, die von allein in solchen Workshops reingehen. Und das könnte die Hochschule am Anfang viel, viel mehr fördern. Wie wir es heute auch schon hatten, die Anrechnungsmöglichkeiten geben, finanzielle Anreize geben, dass du nicht nebenbei einen Nebenjob machen musst, weil sonst kannst du es auch schon wieder nicht tun. Also wenn wir darüber reden, dass wir nicht die Regelstudienzeit dermaßen strapazieren wollen, müssen wir darüber reden, wie wir die Studierenden eben besser fördern können, trotz dieser kurzen Amtszeiten wirklich konstruktiv aktiv sein zu können. Hier auch eine Frage aus dem Chat, die ich gerade aufs Ohr bekommen habe. Kann es nicht auch sein, dass die Erstsemester teilweise dann auch mit diesem ganzen Input, mit den vielen Infos, mit der Verantwortung vielleicht auch vollkommen überfordert wären erstmal? Also ich glaube, es liegt weniger daran, dass die Erstsemester damit überfordert sind, nur auch die Berührungspunkte. Zum Beispiel, wir hatten jetzt letzte Woche die Einführungswoche an der Vitrina gehabt. Da habe ich auch tatkräftig für Via Frankfurt gestanden, für Elsa, für Stupa und noch für meine Arbeitsstelle, die auch alles über Studentenarbeit läuft und so weiter läuft. Und am Ende des Tages, ich glaube, ich war nicht mit der Information überfordert. Nur gerade mit der Tatsache, dass es halt gerade die ganze, wie ich das schon sagen kann, die Leute sind eher darauf konzentriert, das Studium so schnell wie möglich fertig zu machen und einfach nur das zu machen, was nach dem Studienprogramm steht. Und an der Vedrina wird eigentlich die außeruniversitäre Beteiligung überhaupt nicht wertgeschätzt. Also man kriegt dort eher Hürden gestellt, als die Wertschätzung, die man eigentlich verdient, egal wie viel man für die Vedrina macht oder auch an der Vedrina selbst arbeitet. Und somit bekommen die Studierenden gleich mit, okay, wir können das und das und das machen, aber für was denn? Am Ende des Tages sitzen wir vielleicht länger, studieren wir länger, uns fällt vielleicht BAföG weg, dann kriegen wir vielleicht Geldprobleme, dann gibt es noch Probleme im Studentenwerk mit den Wohnungen bei uns. Also es kann alles passieren, also wozu sollen wir riskieren? Ich glaube, das Risikopotenzial ist viel zu groß für die Erstsemester. Und wenn man schon ein bisschen älter studiert, ist man schon ein bisschen mehr entspannt, man weiß schon, okay, ich habe schon das und das bestanden, so sieht mein Studienfach aus. Ich bin halbwegs sicher, ich will das zu Ende studieren. Ich habe schon eine Sicherheit mindestens hier auf der intellektuellen Basis. Und vielleicht kann ich dann doch vielleicht Hoppo machen. Also ich habe mit der Hochschulpolitik erst letztes Semester angefangen, um ehrlich zu sein. Davor war ich eher halt 5 Semester sehr doll auf mein Jurastudium konzentriert. Ich habe alles früher gemacht. Eigentlich konnte ich schon längst mit meinem Studium fertig sein. Hätte ich nicht ein ganz kleines Zwischenfall mit meinem Korrektor gehabt in meiner Seminararbeit und Bachelorarbeit, da habe ich ein ganzes Jahr gewartet, bis die korrigiert worden ist. Die wurde korrigiert nach einem Jahr. Und im Großen und Ganzen habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt ein Jahr mehr. Bis meine zweite Arbeit korrigiert wird, dauert es wahrscheinlich auch jetzt wieder ein Jahr. Und somit kann ich was machen. Da habe ich mich mit meinen Freunden zusammengesetzt und wir haben gesagt, okay, was braucht unsere Universität? Und da haben wir gesehen, unsere Universität braucht mehr Partizipation. Und an dieser Stelle eigentlich auch in der Partizipation muss auch wertgeschätzt werden. Also man muss den Studierenden das Gefühl geben, sie gehören zu Vedrina. Vedrina ist mehr als nur die Bildungsstätte, wo man halt aus Berlin bei uns vorbeikommt, einmal mit der LN1. In einer Stunde ist man bei uns, es ist vielleicht die Vorlesung ab und nächste Stunde ist man wieder in Berlin und da hat man nichts mit der Uni zu tun. Da haben wir einfach gedacht, wie kann man die Partizipation durch das Zusammengehören an der Vedrina stärken? Und das ist auch die Kernidee von unserer Hochschulgruppe, die jetzt auch endlich in Stupa reingeschafft hat, obwohl wir damals nur, glaube ich, eine Woche bestanden haben offiziell. Also es funktioniert, man muss schon finden, was die Studierenden brauchen. Und die brauchen gerade nicht den Leistungsdruck, die brauchen einfach das Zugehören zu der Universität. Ich würde jetzt auch direkt nochmal anschließen mit einer Frage, die auch über den Chat reinkam, bevor ich sie wieder vergesse jetzt. Und zwar, gibt es eine Art Ranking, das stelle ich jetzt auch ganz bewusst in die Gruppe, diese Frage, gibt es eine Art Ranking, in dem man sehen kann, welche Hochschule studentische Partizipation besonders hoch stellt? Also gibt es sowas? Ich schaue mal zum FZS, das können wir mal implementieren, oder? Das wäre voll die gute Idee. Also ich könnte mir vorstellen, dass das für einige tatsächlich mit eine Entscheidung sein könnte, also nach dem Abi irgendwie zu sagen, an was für eine Art von Hochschule will ich? Also welchen Stellenwert soll das an meiner zukünftigen Hochschule haben? Weil wenn ich ein Mensch bin, der partizipiert, dann glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt, oder? Auch für die Qualität der Hochschule an sich. Also wie bedürfnisgerecht, wie studierendenorientiert ist sie denn geleitet? Das kommt auch
immer auf den Wechsel drauf an, wer sitzt da gerade an der Spitze, wie wichtig ist das der Person. Und demzufolge ist es nicht unbedingt ein Hochschulranking, was man da nutzen kann. Ich würde sogar sagen, weil Hochschulrecht ist ja Landesrecht und es ist ja meistens in den einzelnen Hochschulgesetzen der einzelnen Länder schon festgeschrieben, welche Möglichkeiten es gibt, für Studierende sich zu engagieren. Also ich bin da gerade sehr drin, weil unser Hochschulgesetz in Sachsen gerade novelliert wird. Und da gibt es dann eben, wenn wir jetzt viertelparitätisch besetzte Gremien haben, wenn dort im Hochschulgesetz mehr Aufgaben, Möglichkeiten, Rechte der verfassten Studierenden, also erstmal überhaupt eine verfasste Studierendenschaft existiert, die dann eben auch die Mittel dafür garantiert, dass wir irgendwie wirksam sein können. Also eine verfasste Studierendenschaft ist, wenn alle Studierenden gemeinsam sozusagen verfasst sind und eigene Beiträge zahlen und das auch als, das ist tatsächlich ohne Austrittsoption. Also du kannst da nicht austreten und zahlst einen Beitrag und du kannst mitwirken dafür in den ganzen hochschulpolitischen Akteurinnen und so weiter. Das heißt, man kann schon so ungefähr sagen, in Bayern wird jetzt die verfasste Studierendenschaft wohlweislich jetzt bald eingeführt, in Sachsen wurde jetzt die Austrittsoption, ich merke schon, nicht zu Bayern schauen. In Sachsen wurde die Austrittsoption zur verfassten Studierendenschaft letztes Jahr abgeschafft. Aber was eben Möglichkeiten sind, die in den Gesetzen direkt implementieren könnten, dass eben die Studierendenbeteiligung höher ist, sind eben sowas wie Direktoratsprotokolle sind zu veröffentlichen oder hochschulöffentlich zur Verfügung zu stellen. Oder es muss auch im Rektorat einen Beauftragte für studentische Angelegenheiten, heißt es an der Universität Leipzig, wird tatsächlich auch vergütet, muss eben in den Rektoratssitzungen teilnehmen können oder ähnliches. Also es gibt eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Die KSS hat da einen Forderungskatalog zugeschrieben unter revolution-studium.de. Kurz den Werbeblock einschalten. Aber wie es eben möglich ist, das umzusetzen, damit es gar nicht erst so ein Ranking geben muss, sondern dass es gleich aus den rechtlichen Vorgaben ablesbar ist, das und das funktioniert. Weil wir haben es ja auch schon mehrfach wissenschaftlich belegt, welchen Nutzen studentisches Engagement hat und wie wir da eben die Hochschulen weiterentwickeln. Wir müssen es jetzt nur auch in unserer Gesetzgebung auch mal da auf die Wissenschaft hören vielleicht. Also genau, kurz zusammengefasst, es gibt dieses Ranking noch nicht. Es wäre ganz sinnvoll, aber optimal, im Optimalfall braucht man es eigentlich gar nicht. Ne? Ich habe auch noch eine Frage und zwar, sind es nicht immer die gleichen, die partizipieren? Also ich habe so das Gefühl, die Leute, die Klassensprecherinnen sind, die sind dann später auch aktiv an der Uni. Oder die Leute, die im ersten Semester potenziell aktiv sind, die sind auch später aktiver. Also kann man das so allgemein sagen oder gibt es eine Möglichkeit, Leute irgendwie anderweitig zu erreichen, die jetzt erstmal eine, sagen wir mal, etwas zurückhaltendere Partizipationsneigung haben? Ja, kann ich gerne machen. Also im Großen und Ganzen, aus eigener Erfahrung kann ich mal wieder Initiativenerfahrung. Ich sitze bei ELSA, bin die Vizepräsidentin dieses Jahr gewählt, in ELSA Frankfurt, oder? Bei uns in ELSA ist es zum Beispiel so, wir haben immer wieder dieselben Leute im Vorstand, die wechseln einfach nur die Stellen. Also letztes Jahr habe ich das IT dort geschmissen, dieses Jahr kümmere ich mich um die richtigen Sachen bei uns. Also wie gesagt, sogar bei mir läuft das so. Im Großen und Ganzen betrachtet man aber die Hochschulpolitik bei uns. So kann man an der Verdienung zumindest sagen, dass wir durch unsere neue Hochschulinitiative via Frankfurt neue Leute dazu bewegt haben. Also wir haben wirklich Leute zusammenbekommen, 11 Leute am Stück, die nie zuvor irgendwas von der Hochschulpolitik gehört haben und trotzdem Interesse hatten, sich zumindest aufzustellen. Am Ende des Tages sind 5 von den 11 in unser Stupa reingekommen. Dieses Jahr war es sehr voll. Wir haben auch das erste Mal seit 4 Jahren, glaube ich, das vollbesetzte Stupa erreicht an der Vitrine. Und nur dadurch, dass wir halt etwas Neues auf den Markt gestellt haben. Ich spreche hier um den Markt, weil am Ende des Tages haben wir eigentlich immer wieder dieselben Leute, was auch stimmt, also dieselben Gruppen, dieselben Leute, die schon Hochschulsprecher waren, die schon vielleicht ein Buch veröffentlicht haben, auch über Politik und so weiter, vielleicht selbst in der Jugendpartei tätig sind, die machen bei uns eigentlich die Politik. Und am Ende des Tages fällt der kleine Studierende, der gerade hier ist an der Vitrina und vielleicht noch keine Ahnung hat von der großen Politik, der fällt einfach runter. Das andere Problem, beziehungsweise der andere Vorteil von der Vitrina ist die Tatsache, wir sind sehr international. Also ungefähr 60% aller Studierenden kommen aus Ausland. Und somit stellt sich auch die Frage, wie wollen wir unsere Partizipation an der Universität auch für diese Studierenden anpassen. Im Großen und Ganzen ist das bei uns sehr mau zur Zeit. Also es funktioniert kaum. Wobei, wir haben auch eine gute Entwicklung. Wir haben jemanden in Asta, der Deutsch nur auf B2 spricht. Also er studiert auf einen englischen Master.
Und da sind wir sehr stolz, weil normalerweise haben wir nur Leute, die wirklich aus Deutschland kommen, beziehungsweise Deutsch in der Schule gelernt haben. Die machen bei uns Hobo. Also man muss schon sehen, dass es schon irgendwie nicht traurig ist, wenn halt meiste Studierenden einen ausländischen Migrationshintergrund haben. Und wir in der Hobo sagen, okay, wir machen das nur auf Deutsch. Unsere Wahlzettel sind alle auf Deutsch, obwohl es eigentlich auch komisch ist, wenn halt 60% vielleicht kein Deutsch kann bei uns. Somit ist das schon ein bisschen fraglich, wie wollen wir das auch inklusiv machen. Und ich glaube, das ist auch das größte Problem, dass wir immer wieder dieselbe Gruppen haben, weil wir targetieren geführt eine und dieselbe Gruppe. Also wir targetieren die Menschen, die sich schon einmal beteiligt haben, beziehungsweise die vielleicht in der Zukunft irgendwelche Interesse haben, sich weiter zu beteiligen. Sei das in der großen Politik, in der echten Welt, und das macht sich ziemlich gut, wenn man in die Stube gesessen hat. Herr Professor Spurer, was würden Sie sich denn wünschen, dass studentische Initiativen gegenüber, also wie sich studentische Initiativen gegenüber der Hochschule verhalten in Sachen Zusammenarbeit? Was gibt es denn da vielleicht noch, was man besser machen könnte, damit es von Ihrer Seite aus besser klappt? Das ist jetzt eine gute Frage. Also was ich so die ganze Zeit bisher höre, läuft nicht so gut. Wenn ich jetzt, wie gesagt, an unsere Hochschule schaue, dann würde ich sagen, es läuft dann richtig gut. Weil was machen Sie denn? Wir reden mit den Leuten und wir hören zu und wir machen uns Gedanken, was denn die junge Generation möchte und wie wir das umsetzen können. Also wir haben ja öfters im Semester Termine, wo wir mit dem ASTA sprechen, wo wir mit den Stupa sprechen. Wenn die Fachschaften was haben, können sie ja auf uns zukommen als Präsidium, dann reden wir auch mit denen. Wir haben Vertretungen im Senat, die sich da sehr engagieren. Wir haben eine Kommission für Studium und Lehre, die sich halt von den Studierenden engagiert. Also wir reden ja schon mit den Leuten, und immer wenn ein Diskurs da ist und eine Diskussion entsteht, dann fühlen sich auch beide Seiten, habe ich auch ein bisschen den Eindruck dabei, beide Seiten in einem, auf einer gewissen Ebene, wo man auch auf beiden Seiten was herausziehen kann für sich. Und deswegen kommt es mir die ganze Zeit so ein bisschen etwas kurios vor, sage ich jetzt mal, dass es so eklatante Unterschiede anscheinend gibt, dass Studierendenvertretungen so gar nicht gehört werden und auch, dass es kein Wille ist, da irgendwas zu tun. Und ich erlebe es an unserem Alltag eigentlich ganz anders, dass wir wirklich ja mit den Studierenden reden wollen und mit denen auch was erreichen wollen zusammen. Und dann kann man nur mit den Leuten halt wirklich reden. Also das ist der erste Schritt, man möchte etwas tun und dann muss man halt die richtigen Akteure erstmal an den Tisch holen. Und ich kann natürlich nicht alle 6.000 Studierende an den Tisch holen, die bei uns an der Hochschule sind, aber zumindest mit denen, die dann willig sind zu diskutieren, weil es gibt ja auch Leute, die gar nicht diskutieren wollen. Ne? Die wollen sich nicht engagieren, die möchten gerne studieren und die wollen einfach nichts zu tun haben damit. Kennt man auch Sportvereinen ja auch, ne? Ich möchte mein Training machen, ich möchte zum Wettkampf vielleicht und die Organisation wollen wir nicht. Und das ist ja auch die akademische Selbstverwaltung, die da teilweise eine Rolle spielt dabei. Es ist ja auch für uns Professoren die akademische Selbstverwaltung. Die Gremienarbeit ist ja auch nicht so, dass die entlohnt wird oder dass man da irgendwelche Freizeiten hat, die man dann ausgleichen kann. Das ist ja auch neben der normalen Arbeit, sage ich immer, wird das ja auch noch gemacht. Das ist bei Ihnen nicht anders. Neben dem Studium machen Sie dann Gremienarbeit. So, da sind wir schon auf beiden Seiten eher identisch. Und dann kommt es halt nur darauf an, dass man in gewissen Positionen die Menschen hat, die dann auch zuhören. So, und wenn ich halt ein offenes Ohr für meine Studierenden habe, ob ich sie jetzt als Kunden bezeichne oder als Stakeholder oder wie auch immer, dann, wenn ich ein offenes Ohr habe und auf die Belange mal zugehe und sage, das können wir ja machen, dann machen wir das auch. Oder das können wir halt nicht machen, aus dem und den Gründen. Dann ist auch für die Studierenden klar, warum es nicht geht. Und deswegen kann ich da gerade auch, tut mir auch sehr leid, dass ich da nicht so viel zu sagen kann, weil wir haben da einen gefühlt ganz anderen Alltag bei uns. Und wir binden die Studierenden ja auch alle ein. Wir machen ja die Evaluation, wir machen die didaktischen Fortbildungen, wir machen dann entsprechend auch in Gruppen in Studierenden zusätzliche Evaluationen. Wie ist das, wie findet ihr die Lehrveranstaltung, wie ist die Atmosphäre, was kann man in Studiengängen verbessern? Wir beziehen Studierende in der Studiengangsweiterentwicklung mit ein. Was ist so aus einer Gruppe mit speziellen Befragungen, die dann von der Hochschuldidaktik durchgeführt werden, nicht von den Lehrenden, weil dann kein Gewissenskonflikt vorhanden ist und so weiter, keine Abhängigkeit dabei. Und diese Informationen, die fließen ja dann alle wieder in die Weiterentwicklung der Studiengänge ein, in die Module ein oder auch auf die einzelnen Lehrveranstaltungen mit ein. Und da kann ich nur sagen, wenn ein offenes Ohr da ist und die Lehrenden schafft, die Verwaltung und die Gremien auch dafür offen sind, mit den Studierenden arbeiten zu wollen, das muss ja vorhanden sein, dann kann das auch gut funktionieren.
Ich glaube, das ist auch das, worauf wir uns wahrscheinlich alle einigen können, dass es wichtig ist, dass man sich einfach zuhört und sich auch gegenseitig ernst nimmt, damit eben niemand und nichts hinten runterfällt, oder? Und die Auslegung davon liegt in der Hochschulautonomie. Genau, wir haben jetzt noch gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich jetzt einfach gern noch jede einzelne von Ihnen bitten, vielleicht noch ein kurzes Statement zu sagen, was Ihnen jetzt in Bezug auf die Diskussion nochmal wichtig ist. Also ich glaube, das Wichtigste, was man heute hier sehen konnte und auch für mich, ist die Tatsache, dass solange man einen Dialog miteinander hat und solange man einen gegenseitigen Respekt auch miteinander hat, unabhängig davon, was man eigentlich an der Hochschule macht und in welcher Position man gerade tätig ist, nur dann kann eigentlich unsere Hochschule funktionieren, wie es sein sollte. Nur dann haben wir die Partizipation, die wir alle eigentlich wollen. Also ja. Ich würde sagen, es gibt die Hochschulen, die das gerne machen und die Rektorate, die da mit den Studierenden sprechen, und es gibt diejenigen, die es nicht gerne möchten. Und deswegen sagte ich gerade Hochschulautonomie, ist es notwendig, dass es auch Möglichkeiten, sei es in der Akkreditierung, sei es in den Hochschulgesetzen, gibt, wie Studierende zu beteiligen sind, ohne Wenn und Aber, und dabei diese zu gestalten, ist die soziale Arbeit. Es gibt sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, wie Partizipation funktionieren soll, und diese können doch gerade die Hochschulen als wissenschaftliche Einrichtungen gern öfter anwenden. Dankeschön. Ja, ich würde sagen, dass wir eine durchaus gewisse Gemeinschaft sind und wir dann auf jeden der Beteiligten eigentlich achten sollten, und dann ist es eigentlich das, was die Vorrednerin gerade sagte, miteinander zu reden und auf die Belange jeden Einzelnen einmal einzugehen. Vielen, vielen Dank. Das war's mit unserer Fishbowl. Ich würde sagen, das hat erstaunlich gut geklappt. Also wir hatten ja immerhin 4-mal Besuch hier auf der Bühne. Dankeschön. Wir danken Ihnen.